So, rotes Banner braucht Garn, braucht recht viel Stoff und Holz. So, dich dahin. Und das könnte sogar richtig schick aussehen. Also die könnten wir auch in unserer Basis drin lassen, zu Dekozwecken. Hat was Patriotisches. So, weg, weg. Ein Bogenschützenbuch. Das ist sogar mal richtig sinnvoll für die Belagerung. Müssen wir gucken, wer von unseren Zwergen was hat. Lord Helmchen, du warst nur Schwertkämpfer. Ich würde auch Sachen gerne wieder entlernen können. Müller, Jäger, Schreiner, Kletterer, Koch, Schwimmer, Holzfäller, Jäger. Ja, 11 Bogenschützbücher. Gebe jedem jetzt erstmal so ein, zwei davon. Ganz schön viele. Ja, und du wirst unser Schwertkämpfer par excellence. Kletterbuch. Ja, und unser Superkletterer. Und Super Müller. Haben wir noch Müller? Da. Lord Helmchen, du solltest echt mal schlafen, Lord Helmchen. Nicht du, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du. Du, geh schlafen. Als einziger beschädigt. Dabei hat er die beste Rüstung überhaupt an. Na gut, ah, rote Flagge. Rote Flagge, rote Flagge. Da. Hops. Tada. Deckbaum. So, Langbogen ist freigeschaltet, was ganz passend ist, denn in 7 Minuten kommt die Belagerung. Und wow, wir brauchen zwei Seile pro Bogen. Okay, dann brauchen wir erstmal mehr davon. So, also Seil, Eisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hey, ging genau auf. Ich hoffe mal, die müssen nicht alle erst produziert werden. Gucken wir mal. Doch, müssen sie. Ja, okay, aber es geht einigermaßen flott. Das müsste zeitig hinkommen, wenn ich nicht zu viele sinnlose Aufträge verteile. Ja, wir haben einen Goblin, Quatsch, einen Zombie eingefangen. Jetzt ist nämlich die Frage, er wurde eingefangen. Ist er denn auch in die Fußangel getreten? Also diese Bärenfalle? Was egal ist, weil er jetzt eh Stippvoltag kommt, aber ja. Bye, bye. Verbrennen unserem Käfig. Schon ganz schön garstig. So, den Block bitte weg. Ah, sieht das schön flach hier aus. So, weg. Weg. Der Rest kann erstmal so bleiben. Techbaum. Wandteppich. Da oben ist die Silberrüstung. Es könnte noch ein bisschen dauern, bis wir da ankommen. Flasche gebaut. Lebenstrank. Dazu brauchen wir so ein Hexendingens, ne? Ich glaube, die haben wir noch gar nicht aufgestellt. Lebenstrank. Hexenkessel. Haben wir einen Hexenkessel? Nö. Doch, da einen, okay. Nichts gesagt. Lebenstrank, bitte bauen. Du, du. Du, du, du. Du, das haben wir alles in Massen. So, 15 Lebenstränke. Mana-Trank. Zombiehirn. Geht eigentlich. Schleim haben wir sehr viel. Knochen haben wir sehr viel. Wurzeln haben wir viele. Nadeln haben wir viele. Die Pilze, davon haben wir nicht viele. So. Was kommt danach? Eine Statue. Okay. Stahlschwert. 1. Klick. Statue kommt mal dahin. Das wäre die Reihe. Die Reihe oben? Eine Topfpalme. Ja, welcher Zwerg braucht das nicht? Eine Topfpalme. Instant fertig. Bitteschön. Flop.
Bautopfpalme. Entferne Topfpalme. Popfteilen, wollte ich schon sagen. Oh, Spinnenseide. Komm mit, komm mit. Die Flagge sieht schick aus. Also grün, weiß, schwarz ist irgendwie... Aber wenigstens schon mal so eine Pickaxe drauf. So, Schnee entfernen, bitte. Wir bräuchten einen dedizierten Schneeräumtrupp. Das wäre allgemein schön, wenn die Aufgabenverteilung ein wenig koordinierter wäre. Also wenn ich sagen könnte, du und du, ihr seid jetzt nur Holzfäller. Und die kriegen dann auch wirklich Skills, wenn sie es abbauen öfters. Also à la Dwarf Fortress. Das könnten die echt noch einfügen. Das würde das Ganze ein wenig koordinierter machen. So, das alles weg bitte. Du hast noch genug Zeit. Jo, 3 Minuten 45. Wir brauchen mehr Wolle für rote Banner. So, alles weg. Meh. Den Baum weg. Den Schneeblock weg. Die Schneeblöcke weg. Immer noch kein Schnee auf den Fallen. Also eigentlich brauchen wir nur ganz viel Eisen. Dann decken wir die ganze Oberwelt mit Eisenfallen aus. Und haben kein Schneeproblem mehr. Aber ich denke, das dauert noch. Wenn man bedenkt, wie wenig Eisen wir haben. Hier wäre noch eine Ader. Oh, oh. Wobei ich eigentlich ganz gerne die Schächte richtig machen würde. Also Fahrstuhl bauen, Schacht runter und dann den ganzen Schacht nach links und rechts ausbauen. Und dann die Adern abbauen und nicht so ein wildes Hin und Her teleportieren und abbauen, wie ich das jetzt bisher gemacht habe. Aber ich glaube, das ist halt einfach der einfachste Weg. So. Dich können wir da lassen, ist egal. Und wir sollten nicht jetzt die Goblins angreifen, weil, nee. Ne? Gleich Belagerung und so. Mal gucken, was da alles kommt. Ich finde es immer noch komisch, dass keine Beholde dabei waren letztes Mal. So, es wäre schön, wenn ihr das hier noch schnell abbauen könntet. Vor der Invasion. Aber es haut zeitlich nicht hin. Weil sonst wächst hier wieder überall Gras und das wäre doof. Also, Efeu, nicht Gras. Tong, 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 tong. Es wäre schön, wenn die Welle jetzt von rechts kommen würde, wegen den Fallen. Aber gucken wir mal. Schon wieder links. Also zwischen unseren Zwergen und uns. Bitteschön. Okay, stopp. Ausrüstung. Langbogen. Jo. Langbogen. 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 Oh. Kurzbogen. Da fehlt noch ein Langbogen, ne? Töten, töten. Jo. Jungs, ihr seid auf der falschen Seite. Aber es klappt ganz gut. Bei EverQuest 1 nannte man sowas Kiten. Schießen, weglaufen, schießen, weglaufen, schießen, weglaufen. Ganzen Tag lang. Oh. Erste Tür ist gefallen. Weg, 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 weg. Klappt soweit ganz gut. Und die Yetis kommen definitiv aus dem Portal. Piu, 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 piu. Ah, Erfahrungspunkte sehen schön aus. Nicht mehr lange. Noch 2-3 Wellen davon. Dann müssen wir bei 10 sein. Genau, von beiden Seiten tackern. Das heißt aber auch, dadurch, dass die Yetis jetzt bei den Wellen mit drin sind, also diesen Angriffswellen, yay, 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 dass wir auch Monster haben, die den Tag überstehen. Das könnte eh noch garstig werden, wenn später irgendwann in den High-End-Wellen Monster mit bei sind, also stärkere Monster als jetzt Yetis, die auch tagsüber da bleiben, wo man eine richtige Belagerung hat, wo man durchgehend angegriffen wird und sich dann wirklich verbunkern muss. Oh ja, wo wir gerade dabei sind. Guckt mal, ob wir es mit den... Nee, 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 nee. Nicht den töten. Nicht den... Nein. F1.
nicht dich töten. Erstmal dafür sorgen, dass die Fläche gerade ist, bitte. So, dann dafür sorgen, dass alle auf einem Haufen stehen. So, kommen alle hierher. Dann schießt alle einmal. Okay, erstmal überall Tötbefehle verteilen. So, weg mit dir. Na, schießen zurück. Zieht euch zurück, zieht euch zurück, zieht euch zurück. Fallen. Das sieht nicht ganz so gut aus. Aha. Jetzt fallen die wieder zurück. Das ist echt ein Hin und Her hier. Hunter. Jetzt drängen sie uns wieder zurück. Sie laufen nicht in die Fallen rein. Hunger. Und weg mit euch. Jetzt mit Bögen auf die Hütte schießen, ich weiß ja nicht. Naja, ihr macht das schon, Jungs. Ja, also, die Bögen sind ordentlich. Die sind immer noch verbuggt, aber sie sind ordentlich. Machen sie mal mehr Schaden. Das kann weg. Hunter. Krimskrams. Ja, nichts wirklich Tolles. Portal, bitteschön. Oh, das macht echt mehr Schaden. Also locker doppelt so viel Schaden wie der alte Kurzbogen. Weg, 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 weg. Und ein wenig Forschung. Was haben wir da? Ja, wir müssen das Weizen kaufen. Magischer Wald. Da ist da nichts drin. Achso, den haben wir einfach. Okay. Dann hätten wir jetzt gerne einen magischen Wald. Du war Schnee. Ich hätte gerne einen magischen Wald vor meiner Haustür. Hier. Kommt dadurch auf Wurzeln? Weil Wurzeln sorgen ja dafür, dass da immer was Neues wächst. Oh, und Türen. Wir sollten unsere Türen mal wieder ersetzen. So, und die Statue, die ich gerade weggeklickt habe, sollten wir aber eigentlich auch aufstellen. Die ist hier dabei. So, also Statue. Das sieht echt schick aus. Dürfen wir da nicht bauen? Oh, eine Statue auf dem Turm. Das könnte echt schick aussehen. Jo, ich glaube, die Fackel dann nehmen wir weg. Die Flagge. Geht da rein, kommt da raus. Also, die weg und überall Statuen drauf. Das hätte echt was. So, da eine Tür, da eine Tür. Und es sind keine Wurzeln gespawnt. Also diese Waldgeschichte ist nur einmalig. Und scheint auch nicht wirklich viel gebracht zu haben. Zwei Bäume sind gespawnt. Du weg, du weg. Portal, Portal. Weg. Weg. Töten. Weg, weg. Weg, 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 weg. Ah, wo wir gerade dabei sind. Also diese Fußangeln sorgen jetzt hier offensichtlich dafür, dass kein Schnee drauf fällt. Haben wir vielleicht andere, leichter herzustellende Sachen, wo das genauso wäre? Holzzaun zum Beispiel, aber das sieht doof aus, wenn die ganze Welt in Holzzäunen vollgekleistert ist. Wir könnten den ganzen Boden durch Steinwälle ersetzen. Da hätten wir einen riesen Parkplatz vor der Haustür, das sieht auch nicht so toll aus. Und wir hätten kein Holz mehr. Nicht so wirklich. Ein Schienensystem draußen. Das sorgt auch dafür, dass wir keine Bäume mehr haben. Ja, wobei bei den Stachelfallen wird auch kein Baum drauf wachsen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn hier überall Wurzeln sind.
So, du wirst wieder da reinlaufen. Gucken wir mal, ob er Schaden nimmt wegen dem Stachelding. Nö, er nimmt Schaden durch die Pfeile, die auf ihn geschossen werden. Null Fangeisen. Also es ist kein Fangeisen mehr da. Sonst hätte er Schaden genommen, bevor er in den Käfig gegangen ist. Und es ist auch kein Fangeisen bei uns im Lager gelandet. Also verbrauchen sich die Fangeisen wohl doch. Ein Fangeisen, das größeren Schaden an Tieren und Monster verursacht. Also drei Eisen für zweimal ein wenig Schaden machen. Ist, Wo sind unsere Fackeln eigentlich hin? Die müssen wir auch neu setzen. Alles ganz schön duster hier. Hancha. Weg. Mana ist auch bald alle. Aber es passt ganz gut. Die gleich einen kleinen Cut. Alles weg. Weg. Schnecke weg. Boah. Alles in allem läuft ziemlich gut. Also das mit den Brücken ist schon mal eine schicke Neuerung. Auch wenn wir später den richtigen Teich hier irgendwo anlegen werden. Die Statue sieht echt cool aus. Die Turmspitze war ein absoluter Flop. Wir haben Bäume auf unserem Dach. Ja. Langbogen war eine sehr gute Neuerung. Damit müsste man bei den Wellen einigermaßen klarkommen. Und dank der Wellen, wo die nächste auch wieder in einer halben Stunde kommt, nähern wir uns Level 10. Wobei wir dann auch nur ein Zwerg mehr bekommen. Das ist... Das könnten sie ruhig ein bisschen höher machen. Also ist jetzt schon schön wuselig. Aber ich denke mal mit 20, 30 Zwergen wäre das noch viel schöner wuseliger. Oh, müssen wir gucken. So, was machen wir nächste Folge? Ich denke mal hier oben Richtung Silber. Also Silberhelm und Silberrüstung. Damit wir das Eisen über haben für Stahl. Und für sowas wie diese Eisenfallen und so weiter. Weil es gibt auch sehr viele Sachen, die Eisen brauchen. Und dann halt Silber für die Rüstung, für die restlichen. Für die Werkzeuge. Und ich sehe hier auch wieder den Tesla-Turm. Aber den wollten wir nicht benutzen, weil er keine Erfahrungspunkte gibt. Wäre trotzdem ein ganz guter Backup-Plan. Also, dass wir hier drinnen Tesla-Türme aufstellen, nur für den Fall, dass wirklich mal jemand hier reinkommt. Aber das müssen wir dann gucken. Also bis gleich.